Hallo Kinder, habt ihr mich schon entdeckt? Ich bin's, Filippo, euer Freund. Und ich will euch heute die Geschichte erzählen, was vor langer, langer Zeit in Bethlehem geschehen ist. Passt mal genau auf und seid leise und hört gut zu. Das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Aber die Hauptrolle in dieser Geschichte, das bin nicht ich, sondern meine zwei Freunde und ein ganz, ganz kleines Baby. Meine zwei Freunde sind eine Frau und ein Mann. Die Frau heißt Maria und der Mann heißt Josef. Und vor langer, langer Zeit lebten die zwei. Und Maria und Josef mussten sich auf eine lange Wanderung begeben. Und zwar hat Kaiser Augustus befohlen, jeder soll in seine Heimatstadt, in der er geboren worden ist, und soll sich dort eintragen lassen, weil er wollte sein Volk zählen. Und so machten sich Maria und Josef auf den langen Weg nach Bethlehem. Und sie liefen viele Nächte und Tage. Und schaut mal, seht ihr das? Maria hat einen dicken Bauch. Sie erwartet ihr erstes Kind. Und der Weg nach Bethlehem war ganz beschwerlich. Und deswegen bin ich mit ihr gelaufen. Und wenn Maria nicht mehr konnte, habe ich sie ein Stück auf meinem Rücken getragen. Und dann kamen sie in Bethlehem an. Und Josef ging an die Türen in der Stadt und klopfte an. Was wollt ihr? Dann antwortete Josef: Wir wollen ein Nachtlager. Wir möchten hier schlafen. Lasst uns rein. Doch der Wirt in der Herberge schrie nur: Nein, geht weg, wir haben keinen Platz. Dann liefen sie weiter zum nächsten Haus und klopften wieder an. Und Maria konnte schon gar nicht mehr. Sie war ganz müde und sie hatte Hunger. Und sie klopften an der Türe an. Von drinnen kam wieder eine Stimme: Was wollt ihr? Wir brauchen ein Nachtlager, wir möchten hier schlafen, sagte Josef. Aber auch dieser Wirt hatte keinen Platz für Maria und Josef. Und so liefen sie weiter und auch beim nächsten Haus war kein Platz mehr für Maria und Josef. Maria war schon ganz traurig und außerdem fiel ihr das Laufen ganz schwer. Doch da sahen sie in der Nähe ein Licht. Und Maria sagte zu Josef: Lass uns dorthin laufen. Maria und Josef fanden einen Stall und in dem Stall standen ein Ochs und ein Esel und sie beschlossen, in diesen Stall zu gehen, um ihr Nachtlager vorzubereiten. Habt ihr mich schon entdeckt? Ich habe Freunde gefunden. In der Nähe des Stalls lagerten Hirten. Und die passten auf ihre Schafe auf. Schaut mal, die haben ein Feuer angezündet, das sie wärmte. Die Nacht war nämlich kalt und es war ganz dunkel. Und die Hirten saßen am Feuer und wärmten sich. Doch plötzlich wurde der Himmel ganz hell und die Sterne strahlten noch heller als je zuvor. Die Hirten erschraken. Doch schau mal ganz genau hin, am Himmel erschien ein Engel und der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, euch ist eine große Freude heute zuteil. Und die Hirten fragten: Oh Gott, was ist denn da los? Und dann sagte der Engel nochmal: Fürchtet euch nicht, euch wird eine große Freude zuteil. Es ist der Retter geboren. Geht nach Bethlehem, ihr findet ihn in einem Stall in Windeln gewickelt. Die Hirten sprachen miteinander und machten sich dann auf den Weg nach Bethlehem. Am Stall angekommen, fanden sie Maria und Josef und das Baby
so wie es der Engel gesagt hatte. Und Kinder, stellt euch vor, auch ich war dabei bei dieser Geschichte. Das ist geschehen vor langer, langer Zeit in Bethlehem. Und aus diesem Grund feiern wir jedes Jahr Weihnachten, weil Jesus der Retter geboren worden ist. Jesus wurde in einem Stall geboren. In einem Stall neben Ochs und Esel. Und seine Eltern Maria und Josef passten auf ihn auf. Die ganzen Menschen freuten sich und wollten das große Wunder sehen, dass Jesus geboren worden ist. So machten sich viele auf den Weg und schauten Jesus in der Krippe im Stall an. Am 24. Dezember habt ihr die Möglichkeit, in der Johanneskirche das Friedenslicht von Bethlehem zu holen. Dieses Friedenslicht wird von Pfadfindern auf der ganzen Welt in die verschiedenen Kirchen getragen und dort kann man dann an einer Kerze sich dieses Friedenslicht holen. Und dieses Jahr gibt es Laternen, die in der Kirche stehen und dort habt ihr dann die Möglichkeit, das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen. Und stellt dieses dann am 24. Dezember um 22 Uhr in eure Fenster. Dann werden alle Glocken läuten, die der katholischen und der evangelischen Kirche. Und gemeinsam wird dann gedacht an den Frieden auf der Welt, dass Jesus Christus, der Retter, geboren worden ist. Wir wünschen allen frohe Weihnachten.